Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schnittlauch richtig ernten, das ist ganz wichtig. Es gibt nämlich einen Fehler, den man beim Schneiden vom Schnittlauch machen kann. Und den möchte ich euch hier in dem Video zeigen, damit euch das nicht passiert. Wenn man nämlich Schnittlauch falsch erntet oder falsch schneidet, und dabei ist es egal, ob er draußen ausgepflanzt ist oder am Topf in der Küche gehalten wird, dann wächst er in der Regel nicht mehr nach und geht schnell ein. Und man muss dann einen neuen Schnittlauch kaufen. Das soll euch nicht passieren, deshalb schaut euch unbedingt das Video bis zum Schluss an. Und ich möchte euch jetzt erstmal zeigen, worum es geht, was man falsch machen kann. Wenn euch das gefällt, könnt ihr an der Stelle gern schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert auch gern hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos. Ihr verpasst dann keine weiteren wichtigen Videos mehr aus meinem YouTube-Kanal. Und ihr unterstützt mich auch damit wahnsinnig bei YouTube, um auch weiterhin für euch diese Videos zu machen. Und ich freue mich auch über jeden neuen Zuschauer, der dazukommt. Ja, welchen Fehler sollte man jetzt beim Ernten oder Schneiden vom Schnittlauch nicht machen? Ganz einfach, die Schere darf beim Ernten nicht zu tief angesetzt werden. Aber wie tief oder wie hoch muss ich meinen Schnittlauch jetzt schneiden? Das kann man bei Schnittlauch ganz gut erkennen. Hier könnt ihr den sehen. Ich habe euch das mal relativ jetzt hier als Nahaufnahme auch gemacht. Und hier in dem Bereich könnt ihr das Herz, das sogenannte Herz von einem Schnittlauch sehen. Und wenn ihr da drunter schneidet, dann hat er keine Möglichkeit mehr auszutreiben. Deshalb ist es wichtig, dass der Schnittlauch oberhalb von dem Herzen hier geschnitten wird, nämlich hier in dem Bereich, könnt ihr dann abschneiden. Und hier seht ihr ja, da treibt er auch neu wieder aus. Und hier wächst ein neuer Halm danach, den wir auch wieder ernten können. Schneidet ihr aber darunter, dann nehmt ihr den Schnittlauch die Möglichkeit, neu auszutreiben. Somit wächst er nicht nach, geht dann relativ schnell ein. Deshalb ganz wichtig, immer den Schnittlauch oberhalb hier des Herzens schneiden, dann treibt er auch wirklich wieder aus und ihr habt dauerhaft Schnittlauch, den ihr ernten könnt. Schmeckt auch sehr lecker, selbst geerntet und selbst gezogen, schmeckt immer am besten. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn ja, dann freue ich mich hier sehr über einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.